Kapitel 17. Günthers Vergangenheit. Aber dir muss ich das Ganze ja sowieso nicht erzählen, Günther. Du weißt das ja sowieso alles schon. Und jetzt habe ich auch mal einige Fragen an dich. Warum hast du mir das alles verheimlicht? Warum hast du mir nicht einfach erzählt, dass du der Günther bist, den ich von früher erkenne? Weshalb bist du damals einfach verschwunden? Ich erschrak, als er mir diese Fragen stellte. Ich wollte ihn fragen, woher er jetzt plötzlich wusste, wer ich wirklich bin, doch er stoppte mich sofort. Bevor du mich hier irgendetwas fragst, will ich endlich meine Antworten. Also, ich entschied mich, dass es am schlauesten war, alles zu erzählen. Also begann ich. Ich weiß selber erst seit meiner Reise in die Vergangenheit, wer ich wirklich bin. Vorher konnte ich es dir also selber nicht sagen. Nachdem ich alles erfahren habe, hat Latias mich direkt dazu überredet, dir nichts davon zu erzählen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weshalb, aber ich habe ihr vertraut. Jetzt weiß ich auch, warum sie mich dazu gebracht hat. Wenn ich dir das bereits vor dem Kampf gegen Nick Crossman alles erzählt hätte, hättest du mir vermutlich auch erzählt, wer Latias wirklich ist und wir beide hätten uns von ihr abgewandt und sie bekämpfen können. Das wollte sie um jeden Preis verhindern, deswegen hat sie sich diesen Plan ausgedacht. Und was unser Abenteuer damals in Schatzstadt betrifft, ich hatte selber keine Wahl, als zu verschwinden. Wenn ich hätte entscheiden dürfen, ob ich geblieben wäre oder nicht, dann wäre all das nie passiert. Aber an dem, was hier passiert ist, bin ich schuld. Ich hätte dir wahrscheinlich einfach die Wahrheit sagen müssen, egal was Latias gesagt hat. So schloss ich meine Erzählung ab. Und mir wurde wirklich bewusst, was für einen Fehler ich gemacht hatte und welche Ausmaße er hatte. Ich war wütend auf mich selber, dass es so gekommen war, doch Rod Eck hatte sich etwas beruhigt und schien das Ganze anders zu sehen. Es ist schon okay, Günther. Zu deiner Frage, seit wann ich davon wusste. Ich habe mit der Zeit immer mehr Hinweise bemerkt und war immer überzeugter. Auf dem Mond war ich schon fast so weit, dich zu fragen, aber ich dachte, du wirst mich entweder auslachen oder die Frage einfach ignorieren, deswegen habe ich es gelassen. Letztendlich hat Nick Crossman mir erst vor wenigen Minuten alles bestätigt. Mir muss aufgefallen sein, dass ich in diesem Moment sehr niedergeschlagen war, also entschied er sich, das Thema erst einmal zu ignorieren. Aber jetzt erzähle ich auch mal meine Geschichte fertig. Also, damals, als du verschwunden bist, habe ich wirklich eine schlimme Zeit durchgemacht. Alle in unserer Region waren ausgelastet und haben die Rettung der Welt gefeiert, doch ich konnte mich zu überhaupt nichts bewegen. Ich habe immer nur die gute Laune von allen anderen mitbekommen und musste jeden Ort mit Verbindungen, mit Erinnerungen an unser Abenteuer verbinden, sodass ich es nach kurzer Zeit einfach nicht mehr ausgehalten habe. Deswegen habe ich mich entschieden, Schatzstadt für immer zu verlassen und bin heimlich nachts abgereist. Doch anders, als ich es mir erhofft hatte, wurde alles dadurch nur noch schlimmer. Nun vermisste ich nicht mehr nur dich, sondern die gesamte Stadt. Ich war jedoch zu stolz, um einfach umzukehren und es einzusehen und hoffte, wenn ich Silberdorf erreichen würde, würde alles besser werden. Und mit jedem Reisetag wurde es noch schlimmer. Ich begann die ganze Welt zu hassen. Eines Tages, kurz vor meiner Ankunft in Silberdorf begegnete ich plötzlich Latias. Sie erzählte mir, sie wüsste von allem, was mir widerfahren sei und überzeugte mich endgültig davon, dass so eine Welt wie diese nicht existieren dürfte. In meiner Wut schloss ich mich ihr im Kampf an. Doch schon kurz darauf, als ich Flönk und Bisasam begegnete, begann ich daran zu zweifeln. Latias schaffte es jedoch immer wieder, mich auf ihrer Seite zu halten. Als du schließlich in diese Welt gekommen bist und wir uns wieder angefreundet haben, war ich mir so gut wie sicher, dass ich allen die Wahrheit erzählen würde. Wenn ich gewusst hätte, dass Bisasam die Wahrheit ebenfalls kannte, hätte ich es vermutlich auch getan, aber so hatte ich Angst, dass mir niemand glauben würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dir jedoch auch schon all diese Lügen über Latias erzählt. Zu diesem Zeitpunkt erzählte ich auch Latias von deiner Ankunft. Sie befahl mir, dich gefangen zu nehmen. Damals nahm ich an, sie wollte dich einfach nur wegsperren, damit du Nick Crossman nicht helfen könntest. Doch als du bereits eingesperrt warst, erfuhr ich, dass sie dich loswerden wollte. Ich geriet in Panik und während deiner Flucht habe ich Latias erzählt,
dass du ihr wirklich glaubst, sie kämpfe für das Licht und überredete sie, dich für ihren Plan leben zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt wurdest du auch schon von ihren Schergen, den Sorak, verfolgt. Und Latias schaffte es nicht mehr, sie zurückzurufen, bevor sie dich angriffen. Sie konnte jedoch das Schlimmste gerade noch verhindern. Ich hatte gehofft, Ikshosma würde in dieser Zeit mit dir in Kontakt treten und dem Plan ein Ende bereiten, aber es geschah nichts. Du hast mit der Zeit immer mehr Vertrauen in Latias gewonnen und ich wusste, dass du mir inzwischen auch nicht mehr geglaubt hättest. So musste ich das Ganze weiterhin mitspielen. Als wir schließlich unseren letzten großen Kampf beinahe verloren hätten, hatte ich bereits Hoffnung, dass Ikshosma es schaffen würde, Latias aus dem Weg zu räumen. Ich wusste zwar nicht, was in diesem Fall mit mir geschehen würde, aber es war mir vollkommen egal. Doch, jetzt ist alles doch wieder anders gekommen. Nachdem es nun endlich keine Geheimnisse mehr zwischen uns gab, mischte sich auch Ikshosma wieder ins Geschehen mit ein. Sobald wir das Ganze überstanden haben, müsst ihr mir das Ganze nochmal erklären. Das war für mich etwas zu viel auf einmal. Aber jetzt sollten wir erstmal noch selber drauf aufbrechen und mit dieser Samen das weitere Vorgehen besprechen, denn ich hoffe, euch ist klar, dass wir diesen Kampf jetzt nicht aufgeben dürfen. Natürlich war es uns klar und wir waren uns alle einig, dass der wahre Kampf jetzt beginnen würde. Deshalb brachen wir nach Silberdorf auf. Kapitel 18: Die Elementkristalle. Die Höhle lag nicht weit von Silberdorf entfernt. Es lag direkt am Seelenwald. Und wenn man von dort aus den Berg überwand, konnte man Silberdorf schon aus der Distanz erkennen. Lord Ecke wollte sofort aufbrechen, als mir in Richtung des Zwielichtforsts etwas Merkwürdiges auffiel. Ich musste zweimal hinsehen, bevor ich erkannte, was es wirklich war. Ikshosmas Basis schwebte mehrere hundert Meter über dem Boden. Ich machte die beiden darauf aufmerksam. Was hat Latias sich jetzt schon wieder einfallen lassen? Aber wir müssen das Ganze erst einmal ignorieren und nach Silberdorf aufbrechen. Wir müssen uns erst mal überlegen, was wir genau tun sollen, denn an einen schlichten Kampf ist bei den Kräften, die Latias jetzt hat, nicht mehr zu denken. Es dauerte nicht lange, bis wir in Silberdorf ankamen. Die Pokémon, die hier hatten bereits mitbekommen, was vorgefallen war, was unter anderem an der schwebenden Festung lag, und empfingen Ikshosma deswegen nicht feindselig, sondern freundlich. Wir entdeckten Floink und Bisasam sahen bereits aus der Distanz oben auf dem großen Hügel, auf dem wir uns immer trafen. Als wir oben angekommen waren, bemerkte Bisasam uns sofort, doch Floink schien noch etwas bedrückt zu sein. Bisasam kam sofort auf uns zu. Euch geht's gut, ein Glück. Wir haben mitbekommen, was geschehen ist und haben uns Sorgen um euch gemacht. Was machen wir jetzt, Ikshosma? Bevor dieser zum Antworten kam, fragte ich Bisasam, was denn mit Floink los sei. Es ist der Grund, wegen dem er so überstürzt abgereist ist. Ihr wisst schon, von der Mondsteingrotte. Und zwar ging es um einen seiner besten Freunde. Ihr müsst wissen, ich bin natürlich nicht Floinks einziger Freund. Und einer seiner besten Freunde entschied sich vor kurzem, dieses Land zu verlassen und in ein benachbartes Land zu reisen. Dazu wollte er aufbrechen und das ist dann genau an diesem Tag, an dem er uns befreit hat, passiert. Floink konnte ihn zwar nicht überreden, zu bleiben, aber er wollte sich wenigstens noch von ihm verabschieden, aber nun hat er wegen dieser Entführung nicht mal mehr das geschafft. Ja, ich habe ihm auch noch nichts darüber erzählt, dass ich eigentlich auch für diese Entführung verantwortlich war. Genau gesagt, er weiß zwar, dass Latias Schuld an der Verfinsterung der Erde ist, aber ich habe es noch nicht über mich gebracht, ihm zu erzählen, welche Rolle ich in diesem ganzen Netz gespielt habe. Lord Ecke und Ikshosma schienen auch ziemlich ratlos zu sein, aber in meinen Augen gab es nur eine Möglichkeit. Sag ihm einfach die Wahrheit, dieser Samus, er wird es verstehen und wir brauchen jetzt jede Hilfe, die wir bekommen können, um das Ruder noch irgendwie herumzureißen. Da keiner eine andere Idee hatte, tat dieser Sam dann auch, wozu ich ihn geraten hatte. Floink war erst sehr wütend, aber er beruhigte sich schnell wieder, da er alles verstand. Ihm fiel nun erst auf, wirklich auf,
dass Lord Ecke, Necrozmon und ich eingetroffen waren. Wir unterhielten uns eine Weile, als Necrozmon uns unterbrach. Also, wir sind jetzt alle Optionen durchgegangen. Und in diesem Kampf, den wir haben, sind wir zu nur einer einzigen, unumsetzbaren Lösung gekommen. Wir müssen losreisen, um die drei Elementkristalle zu sammeln. Die Element was? Lord Ecke schien genauso viel zu wissen wie ich, nämlich gar nichts. Die Elementkristalle. Sie wurden erschaffen, um dem Auserwählten, also hier Günther, im Kampf gegen die Finsternis zu helfen. Sie werden an drei Orten im gesamten Land versteckt gehalten und jeder von ihnen hat einen Wächter. Die Elemente, die durch diese Kristalle verkörpert werden, sind nicht die gewöhnlichen Elemente, die jeder kennt. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Sondern die drei Hauptbestandteile der Existenz jedes Wesens. Es handelt sich um den Raum, die Zeit und den Traum. Wenn man sie alle drei vereinigt, kann man aus ihnen das reine Element erschaffen, das die wahren Kräfte des Auserwählten ans Licht bringt und in der finalen Schlacht gegen die Dunkelheit siegreich zu sein. Diese Prüfung wirst du alleine bestehen müssen, Günther. Doch auf dem weiten Weg zu ihnen können wir dich alle begleiten. Er schlug eine Karte auf und markierte drei Orte, von denen wir zwei bereits kannten. Diese waren die Mondsteingrotte und den Zeitturm. Der dritte Kristall, der des Raumes, befand sich in der Raumspalte. Necrozma zeichnete ein Dreieck aus den drei Punkten der Kristalle und setzte einen Punkt in die Mitte des Dreiecks. Für unsere Suche wäre es am praktischsten, wenn wir hier unser Lager aufschlagen. Lord Ecke sah sich die Karte noch einmal genau an und zeigte auf einen Ort nicht weit von Necrozmas geplanten Lagerpunkt. Ich glaube, wir sollten lieber hier hingehen, denn dort ist Schatzstadt. Wir könnten dort in meiner alten Wohnung in der Tohaido-Klippe unser Lager einrichten. Somit war alles geplant und wir begaben uns auf die schicksalhafte Suche nach den Elementkristallen.